Hey, und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, und zwar zu Little Miss Fortune. Das Spiel habe ich bei Steam entdeckt und es sah recht süß aus, aber ich habe schon erfahren, dass das Spiel recht makaber sein soll, also nicht so süß, wie es optisch wirkt. Aber ja, ich dachte mir, ich möchte das Let's Playen, weil, ja, wie gesagt, sah cute aus, ist ein bisschen makaberer, also genau das, genau etwas für mich. Und ja, ich bin mir sicher, dass ich meinen Spielstand überschreiben will. Ich habe kurz angespielt, weil ich wissen wollte, wie das mit dem Ton passt und so. Und ja, ich spiele das Ganze mit Controller. Das wollte ich nur sagen, weil falls... Ja, wollte ich nur sagen. Okay. Aha, ein Portal. Welcome to my game. I'll be your host and humble narrator. The rules of this game are simple. Play it until the end and you'll be rewarded. Also ich hab's vor, bis zum Ende zu spielen. Ja. Das sind wir. Little Miss Fortune. Oder Miss Fortune. This is Miss Fortune. Miss Fortune. She's a wonderful child from a not so wonderful family. A little sparkle for you, and a little sparkle for you, and a little bit for me. Oh, the wie sad süß. Part is, today is the day she will die. I can hear you, you know. Oh, you can? Are you inside my head or something? Well, okay. Yes. All right. I'll call you Mr. Voice. What did you say about me dying today? Die? No. Nobody said anything about anyone dying today. Nobody said nothing? You know, I have prepared a game for you. A game? Really? For me? If you can reach the end of the game, I'll give you ewiges Glück. Happiness. Deal? Eternal happiness? I guess I could give that to my mommy. Okay, it's a deal. Okay. Wonderful. War das jetzt der Abschluss des Vertrages? Ready to play? Yes. Your first mission is to leave the house. Okay. Das Haus verlassen. Das kann ich noch. Linken Stick bewegen zum Gehen. Okay, ja. Aha. A drücken, um zu interagieren. Okay. Also können wir jetzt hier mit alles interagieren. Okay. Hier können wir raus, genau. Da. Mein Glitzer. Können wir das drehen oder so? Nein? Okay. B zum Schließen. Okay. Y, um Glitzer zu werfen. Ah. Feenstaub. Wir sind eine Fee. Cool. Ich werde auf jeden Fall, falls ihr euch wundert, ich werde nicht das alles, also die Untertitel übersetzen. Also vorlesen, weil ich finde, das klingt sonst irgendwie blöd, wenn
er jetzt redet und ich das auf Deutsch übersetze. Ja, also könnt ihr für euch leise mitlesen. Ich denke, das ist besser so. I saw a monster in here once. I showed it the finger and it never came back. Den Finger gezeigt, okay. Was für ein Finger? Den Stinkefinger oder Zeigefinger? Das ist die Frage. Look, I made these paper dolls myself. This is Kimberly and this is Steven. They're on a trip fighting super evils. Okay. Kimberly und Steven. Mhm. I like to move my body. Mhm. It's the music that goes on forever. Ja, okay. Ungefähr so tanze ich auch immer, wenn ich gerade im Groove bin. Ah, wir können uns bewegen. Ja. Ah, da ist ein Fuchs. Benjamin. Ist das der Fuchs, den man gerade eben gesehen hat? I drew this picture. It's the fox I see outside my window sometimes. I call him Benjamin. Hm, okay, sie hat ihn so genannt. I don't care much for foxes. Ich mag Füchse. Ich glaube, ich drehe mal die Musik ab. Kann man sich ja gar nicht konzentrieren hier. Hier konnte man... da ist eine Tür abgebildet. Ah, man kann sogar laufen. Ach, krass. Bin ich kurz angekommen. Und man kann sich... Man kann laufen. Okay, da müssen wir aber raus. Das heißt, hier müsste es irgendwas anderes geben. Ah, ihr geheimes Versteck. Impressive, but why do you need a hiding spot? I don't like it when mommy and daddy argue too much. Okay, ja, verständlich. When I come here, I can dream and travel far away. I see. This is Bubsy, the guardian of the secret spot. Okay, der Wächter. He got that from a battle against a monster. Mm-hmm. A monster? That sounds scary. It was. Der Ninja-Sticker ist ziemlich cool da hinten. Bei Pupsi. I love my coloring book. Was machst du mit dem Malbuch? Nimm das Malbuch mit, lass es hier für Pupsi. Ja, man hat Entscheidungsmöglichkeiten. Okay. Aber man hat, was ich mag, keinen Zeitdruck, sich für etwas zu entscheiden. Ich würde am liebsten das Malbuch mitnehmen, aber ich weiß nicht. Wenn das Spiel Entscheidungsmöglichkeiten hat, frage ich mich, hat es auch verschiedene Enden oder ist das Ende immer gleich? Also ich werde auf jeden Fall das Malbuch mitnehmen. Oh, gedrückt halten, okay. Ja, einfach weil ich es gerne mithaben will. Genau, falls uns langweilig wird, können wir es mitnehmen. Coloring Book. Weiß, vielleicht können wir damit wirklich was machen. Ah, sie hat ein Buch für creepy stories. Aha. This is my diary. Das ist mein Tagebuch. Mhm. Want to see? Ja. Miss Fortune Ramirez. Hernandez. Ach, keine Ahnung, kann ich nicht. Kann ich nicht lesen wegen dem ganzen Glitzerstab hier drauf. Und ich muss zugeben. Ihre Handschrift ist nicht gerade die beste. Aber gut, sie ist jung, da kann man es verstehen. I'm so cute. Did you draw all this? Ich spiele gerne viel mit meinen Spielsachen. Ich spreche auch gerne mit ihnen. Das macht Spaß. Mhm. Ah, das ist das Einhorn, was man gesehen hat. Und wahrscheinlich ist das dieser Steven. Und so ein Stein, ein Klumpen. Klumpi? Hallo Tagebuch, in der Schule habe ich gemalt und zu Hause war ich in meinem Versteck und habe mit Babsi gesprochen und was gehört. Ich habe einen Fuchs vor meinem Fenster gesehen, ich glaube er heißt Benjamin. Ah, irgendwie süße Zeichnung, wie sie guckt. Hallo Tagebuch, mein Papa hat mich wieder angelogen. Wir gehen heute nicht in den Park. Ich habe mich hübsch gemacht, aber das ist ihm egal.
Ich bin traurig und habe geweint, aber ich habe Mami gesagt, mir geht es gut. Ich habe Angst, dass sie böse wird, wenn ich ihr sage, dass ich traurig bin. Manchmal weiß ich nicht, wie ich mich fühlen soll. Niemand bringt mir Gefühle bei. Ich wünschte, in der Schule würden sie uns beibringen, wo die Gefühle herkommen. Also wirklich, keine Märchen. Yikes forever. Ugh, yikes. Irgendwie mag ich das Wort yikes nicht. Aber okay. Yikes forever, genau, Benjamin. Hallo Tagebuch, ist es okay, Gefühle für einen Fuchs zu haben? The puke of love. That's what it is. Liebeskotze, ja. Benjamin, der Fuchs hat mich besucht, als ich draußen gespielt habe. Und wir haben uns angeguckt. Und mein Herz wurde ganz warm und ich habe mich gefühlt, als müsste ich kotzen, aber auf eine gute Art. Dann rannte er weg, weil Mami gerufen hat, dass das Essen fertig ist. Also kommt der Fuchs häufiger uns besuchen. Finde ich interessant. Okay. Ist das unser Papa, der unsere Mama schlägt? Oh nee. Hallo Tagebuch. Papa hat Mami geschlagen. Tatsächlich. Ist das normal? Sollte ich Leute schlagen, die ich liebe? Das fühlt sich falsch an. Ist es auch. Ganz falsch. Also haben wir einen sehr bösen Papi. Okay, gut zu wissen. Vielleicht sieht Papa nicht, dass er auch mir wehtut, wenn er Mami schlägt. Ich will nie so werden wie mein Papa. Ich habe heute gespielt, dass ich ein Flugzeug nach Japan genommen habe und da habe ich interessante Dinge gesehen, die ich über Japan weiß. Weil mein Freund Japaner ist. Er mag Sushi. Aha. Mein japanischer Freund spricht Japanisch. Seems legit. Ja. Das ist sehr problematisch, wenn wir uns unterhalten wollen. Wir verstehen uns dann nicht so gut. Das ist verwirrend. Aber ich mag ihn. Er hat ein paar coole Schuhe und einen Cowboy-Hut. Sein Name ist Hiro und er ist ein Geist. Ich habe ihm ein Bild gemacht, das ich ihm nie gegeben habe. Aha, auch wieder mit Glitter. Manchmal, wenn ich Japaner höre, habe ich auch das Gefühl, die kommen aus einem anderen Planeten. Also passt das Bild eigentlich recht gut. Hallo Tagebuch. Guck mal, ich habe Glitzer aus der Schule. Super glänzend. Und wir haben ihn für Weihnachtskarten benutzt. Ich finde Weihnachtskarten hübsch. Aber ich glaube, der Weihnachtsmann ist nicht echt. Wenn ein Mann jedem ein Geschenk geben könnte... Warum kann er den armen Menschen nicht Wasser und Essen geben? Ich habe eine Fernsehsendung gesehen mit Menschen aus anderen Ländern, die nichts zu essen haben. Wie auch immer, ich glaube nicht, dass der Weihnachtsmann echt ist. Ja, ja, stimmt schon irgendwie. Aber der Glitzer ist toll. Ich habe das Gefühl, dass ich alles, was mich traurig und wütend macht, mit Glitzer bestreuen kann, damit es hübscher aussieht. Das macht mich ein bisschen weniger traurig. Ich glaube auch so. Ich glaube, ich brauche auch so einen Magic Glitzer. Hallo Tagebuch. Ah, wie viele Seiten gibt es noch? Ich will eigentlich weiterspielen, aber ich bin neugierig, was es hier noch für Texte gibt. Hallo Tagebuch. Heute habe ich mit Oma Tomaten gepflückt. Das roch so gut. Ich habe Schmetterlinge und andere Insekten gesehen. Habe 2 Tomaten gegessen und dann war ich satt. Okay. Ah. Ja, die Tomaten sind echt gut gezeichnet. Und die Schnecke ist süß. Hallo Tagebuch. Ich bin mit meinem Dreirad gefahren. Wir haben kein Geld für ein Fahrrad und ich habe direkt in die Sonne geguckt. Und ich habe geweint, weil meine Augen wehgetan haben. Mami sagt, dass man nicht in die Sonne gucken soll. Das stimmt. Die Sonne ist böse. Hallo Tagebuch, heute war es lustig, weil ich am See war und Vögel fliegen und Fische schwimmen gesehen habe. Ich habe warmes Wasser am Po gefüllt. Okay, ja, warum nicht? Ah, das erklärt einiges. Verstehe. Deine Fische unten sieht aus wie so ein kleiner Wal, wie so ein Babywal, okay. Ich denke mal, es soll einfach ein Fisch sein. Ich glaube nicht, dass dein Wal war. Ah ja. Hallo Tagebuch, wie geht es dir? Mir geht es auch gut. Ich muss Hausaufgaben machen, aber ich kann nicht aufhören, an Benjamin zu denken. Ich habe ein Bild gefunden, wo ich jünger war.
Die Zeit vergeht so schnell, der Kuchen sieht lecker aus. Ja, der Kuchen sieht echt lecker aus. Very cute. Now I'm Sasha Lady. I'm a little lady. That's what I am. Ja, eine kleine Dame. Halloween-Kostümideen. Kleine Fuchsdame. Mhm. Ah, das war's schon. Okay, das ist das Ende. Ja. Jetzt habe ich Bock auf den Kuchen, ey, wegen dem Kuchenbild. Ja, hier können wir nichts mehr machen. Dann gehen wir zurück. Das Bild haben wir angeguckt. Musik haben wir gehört. Ja, dann können wir rausgehen. Bevor du gehst. Ah, wir können ein Spielzeug aussuchen. No, you can only choose one. And remember, your choice is much more. Ist wichtiger als du denkst. Oh nee. Das heißt, dass unsere Entscheidungen echt das Spiel beeinflussen werden. Und wahrscheinlich dann auch das Ende. Okay, dann wird es auch wahrscheinlich zu Enden geben. Gut zu wissen. Dann werde ich wahrscheinlich beide auch versuchen zu erspielen. Welches Spielzeug möchtest du mitnehmen? Einhorn oder Stein? Ehrlich gesagt würde ich gerne den Stein nehmen, weil erinnert mich ein bisschen an Steini von Gilpi. Ja, ich nehme Steini mit. Interesting choice. Unser Vater hat uns damit beworfen. Because he's a stone, get it? Stony the stone. That's very clever. Thank you. Ich hoffe, die rote Farbe da ist Farbe und nicht Blut. Ja, also wie gesagt, das Spiel ist etwas makaber, also von daher nicht wundern bei manchen Sachen, ne? Ich alleine werde mich schon wahrscheinlich häufig wundern. Ah, jetzt erstmal Happiness für alle. Oh, er meint uns. Remember I told you she was going to die today. Ja. Let's keep that a secret between us. Okay. Oh, da links hat man gerade den Fuchs gesehen beim Fenster. Wenn ihr ihn nicht gesehen habt, könnt ihr kurz zurückspulen. Ich schwöre, da war ein Fuchs da. Ah. Ich glaube, das ist unsere Oma. This is Grandma. Ja. She wears a diaper too. You still wear a diaper? Nah, that was so last year. Okay, fein. Ja, haben wir noch Windeln getragen. Mommy likes to collect glasses. I broke a couple. Ich habe ein paar zerbrochen, als ich zu schnell gerannt bin. Ah. Au, das klingt schmerzhaft. Ups, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Unser Vater schlägt uns sonst vielleicht. Ah, natürlich. It's all broken now. That was a beautiful example of cause and effect. Please don't tell on me. Don't worry, you can trust me. Okay, thank you. Oh, okay, gucken wir mal das Bild an. Mommy said she married Daddy because she was expecting me. Okay. She wanted to have an abortion, but it's illegal and against the law. That's kind of the same thing. Yes. Okay, unsere Mutter wollte uns sogar abtreiben, aber hier anscheinend illegal und nicht erlaubt. Und daher musste sie uns quasi gebären. Mhm. Aha. Interessant. Kaputte Vase reparieren, sie soll lassen. Ach komm, reparieren wir. Wird sicher wie neu ausschauen. Das sieht auf jeden Fall aus wie das Teil für hier ganz nach oben. So? Warte, vielleicht ein bisschen. So? Ah, okay, es tut sich automatisch in die Richtung schieben. Das Teil, glaube ich, brauchen wir hierfür. Ja, wirkt so, als gehört es dahin. Ja. Hier unten sieht so aus, als würde das Teil hier hingehören. Ja. Vielleicht. Nee, ich glaube, das Teil gehört hierher. Ja. Ja, doch. Ja. Ja. Sieht passend aus. Das Teil hierher.
Ja. Das kleine Teil hierher. Ja. Das da dann hierher. Und das da. Ah, ich glaube hier irgendwo. Ja, hier ist die gelbe Linie. Ja. Ja. Und die Blume noch rein in die Vase. So, zack, drin. I did it. Sieht aus wie neu. Merkt man nicht, dass die zerbrochen ist. Ja, eindeutig nicht. Look, that's me. Mommy told me I have to smile, even when I'm sad. Okay. Oh, guck, da unten ist noch ein Entchen. My daddy's friend was a hunter and killed this moose. His daughter Erica, she thought his gun was a toy. She said bang bang to her mommy and daddy. Then her parents died. She was so sad. Ja, das ist auch ein Grund, warum man keine Waffen frei rumlaufen liegen lassen sollte. Wenn man Kinder hat, macht es einfach nicht. Generell, holt euch keine Waffen. Die Küche. Oh ja, da hinten ist eine Zigarette. Well, are you ready to complete your first mission? Yes, I am. I'm gonna get that prize. Ja, ich will auch den Preis, aber ich möchte mich hier noch umgucken. Also bitte stimme, Dead rabbits again? When will daddy learn to like them alive? Ja, ich mag Hasen auch. Ist das eine Letterbutter? Als ob die... Sparkle! Ja, guck, wie fröhlich die Hasen sind. Kann ich das wieder zumachen? Nee, doch. Oh, Gott sei Dank. Aber interessant, dass die wirklich eine Letterbutter hier eingebaut haben. Forever. I hoch 10. Ah, da können wir auch Klitter. Yay, happiness to the soup. Guck, wie glücklich. Guck, wie der Hase die schöne Sauna genießt hier. We had a lovely dinner last night. Mommy wasn't that drunk and daddy actually said hi to me. Oh, unser Vater hat sogar Hi zu uns gesagt. Aber wir können Mama mit Klitter bestauben. Ich weiß nicht, ob wir das machen sollen. Ich glaube, die wird eher wütend sein. That's today. 11. Oktober. Oh, wir haben Herbst. When I grow up, I want to be just like my mommy. A juice drinker. Ja, ich mag auch Saft. Am meisten Cola. Mhm. Cola ist echt gut. Okay, das haben wir schon. Keine. Achso, das war. Ich dachte, wir können den Kalender noch bestauben. Okay, ja. Mami sagen, dass du gehst? Ja, nein. Doch, wir sagen der Mama, dass wir gehen. Immer schön den Eltern sagen, dass man rausgeht, damit die Bescheid wissen und einen nicht suchen. Good day, morning. It's afternoon, Miss Fortune. Ah, okay. Good afternoon, morning. Oh. Tja, für mich wär's morgen. Ich stehe mal so spät auf. Aber ich glaube, ich mach hier nach unserer ersten Mission das Haus verlassen. Eine kurze Pause und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Little Miss Fortune. Also der erste Eindruck war schon sehr interessant. Ciao!